Guten Abend. Na, wie sieht's bei Ihnen aus? Steht der Weihnachtsbaum schon in der guten Stube? Liegt der Stollen schon in der Küche parat? Und sind die Geschenke schon verpackt? All das sind beliebte und bekannte Weihnachtsbräuche. Aber wie ist es mit Weihnachtsbäumen, die an der Decke hängen? Weihnachtsmännern, die jedem Rentier davonfahren? Und Ordnungshütern auf der Jagd nach verdächtigen Leuchtelementen? Ja, all das und viel mehr gehört mittlerweile auch zum schönsten Fest des Jahres. Und darum zeige ich Ihnen heute auch all das bei den schönsten Weihnachtsbräuchen. Ich bin hier, mitten im Weihnachtsland, rund 10 Kilometer südlich von Schwarzenberg in Rittersgrün im Erzgebirge. Hier wird Weihnachten gelebt, gehegt und gepflegt. Hier ist Weihnachten so, wie es sein muss. Und natürlich spielt der Rittersgrüner Posaunenchor das Heiligabendlied. Das gehört ja zur Erzgebirgsweihnacht, wie der Puderzucker auf den Stollen. Aufgeschrieben hat's Johanne Amalie von Elterlein. Die lebte im 19. Jahrhundert hier in Rittersgrün. Und dieses Heiligabendlied, das hat eine Weihnachtslawine ausgelöst, die bis heute durchs Erzgebirge rollt. Das Heiligabendlied, die Weihnachtshymne des Erzgebirges. Hier in Rittersgrün stand einst Arnolds Hammer, das große Hammerwerk. Besitzer Karl Heinrich von Elterlein. Im 19. Jahrhundert lebte er mit seiner großen Liebe Johanna Amalie hier im Gutshaus. Berühmt wurde seine schöne Frau als Urheberin des Heiligabendliedes. Ob sie es selbst dichtete oder den Erzgebirglern auf den Mund schaute, das lässt sich nicht mehr klären. Das Lied beschreibt die Weihnacht mit all ihren Sitten, Bräuchen, Traditionen. Und das durchaus auch humorvoll. 13 Strophen schrieb Johanna auf. Mittlerweile aber haben die sangesfreudigen Bergbewohner sagenhafte 143 Strophen hinzugedichtet. Als die Randfichten mit Freunden im Jahr 2006 erstmals mit dem kompletten Lied die Fernsehnation erfreuten, dauerte das genau 67 Minuten. Trala, tiralala. Natürlich gibt's im Heiligabendlied auch eine Strophe zur Weihnachtspyramide. Und wie in vielen, vielen anderen Orten, da beginnt auch hier in Rittersgrün die schönste Zeit, wenn die Pyramide sich dreht. Und das wird dann auch gebührend gefeiert, und zwar hier und jetzt. Knapp 1600 Einwohner hat Rittersgrün und irgendwie sind alle da. Das Anschieben ist einer der Höhepunkte des Jahres. Mit langen Stöcken wird die Pyramide in Bewegung gesetzt. Gut, eigentlich macht das er hier, der Techniker, der den Schalter umlegt. Aber ein bisschen Illusion muss sein. So beginnt die Weihnachtszeit in den meisten Orten im Erzgebirge. Und zwar seit den 1930er Jahren. Herr Fischer, hier in Rittersgrün spielen Sie ja Trompete, aber vor allen Dingen als Bürgermeister die erste Geige. Ich spiele eine von mehreren Trompeten im Chor, aber beruflich muss ich leider ab und zu mal die erste Trompete spielen. Ab welchen Temperaturen geben Sie eigentlich das Trompetespielen auf? Ich habe bisher bei keiner größeren Minustemperatur das Trompetenspielen aufgegeben. Das macht mit Herz und Seele, lasse ich das Ding immer erklingen. Sagen Sie, hier in Rittersgrün. Gibt es seit 1996 eine Weihnachtspyramide? Ich finde, Sie sind eigentlich ein bisschen spät dran. Eigentlich nicht. Anfang der 90er Jahre sagten einige engagierte Rittersgrüner, wir bauen uns aus einheimischem Holz eine Pyramide, gestalten sie nach einer Randfichte. Der Ort Rittersgrün wird von Randfichten umgeben als Bergdorf und hat eigentlich das Leben und Arbeiten des Ortes versinnbildlicht. Was zeichnet Rittersgrün eigentlich jetzt hier in der schönsten Jahreszeit, also in der Weihnachtszeit aus? Ja. Sie dürfen mal richtig Werbung machen. Das mache ich gerne, zumal ja jeder weiß, dass Rittersgrün einer der schönsten Bergdörfer ist. Das weiß jeder. Ja, man weiß, ein Berghufendorf am Fuße des Fichtelbergs gelegen. Und wenn wir uns rumdrehen würden, würden wir den schönsten Weihnachtsberg weit und breit sehen. Und das Allerschönste ist aber, dass die Bevölkerung mitzieht über Generationen, füllt eigentlich das dörfliche Leben mit der Weihnachtsbotschaft aus und gibt es auch immer wieder weiter.
Also Rittersgrün ist ohne Übertreibung das Weihnachtsdorf im Erzgebirge. Kann man sagen, auch wenn ich Kritik von meinen Amtskollegen erfahre. Garantiert. Aber ich muss sagen, das ertrage ich gerne. Haben Sie daheim auch eine Weihnachtspyramide? Ich habe eine. Mhm. Die ist vielleicht so 50, 60 Jahre alt. Und viele Generationen haben da schon ihre Brandspuren daran hinterlassen. Hier im Erzgebirge gibt es ja mittlerweile über 150 Ortspyramiden. Und ganz viele Menschen engagieren sich für ihre Ortspyramide. Und in Adorf, da gibt es sogar eine mit lebenden Figuren. Kein Scherz. Das ist sie, die Ortspyramide von Adorf im Erzgebirge. Und sie ist alles andere als eine gewöhnliche Pyramide. Auch wenn es auf den ersten Blick so aussieht. Und nicht nur der Müller wird lebendig, auch der Mönch. Was es damit auf sich hat? Nun, das können uns die Väter dieser Pyramide verraten, aber immer schön der Reihe nach. Bis zum Jahr 2008 hatte Adorf nicht einmal eine Pyramide. Ein trauriger Zustand für den Verein für Orts- und Heimatgeschichte, vor allem für den Ur-Adorfer Helfried Walter. Die umliegenden Ortschaften verfügen eigentlich alle über eine Pyramide und wir wollten auch eine haben. Und zwar nicht irgendeine, sondern eine, die manchmal zum Leben erweckt wird. Zunächst wurden Holzmodelle gebaut, dann wurde überlegt, welche Figuren auf den Tellern ihre Runden drehen sollen. Als man sich einig war, entwarf ein hiesiger Maler die Farben und Formen. So wie den schon bekannten Müller oder den Lokator, den Ortsgründer. Und auch der lebt manchmal. Das Gleiche passiert bei einem der Heiligen Drei Könige. Hallo, aber schnell weg, noch verraten wir nicht das Geheimnis um euch. Stattdessen wirft Helfried Walter für uns schon einmal die Pyramide an. Die Figuren erzählen unter anderem von der Ortsgeschichte. Darunter ist auch der Müller. Laut einer Sage malte er das Mehl der Bauern nur, wenn sie viel Geld zahlten. Für seine Habgier wurde er später erschlagen. Die Erbauer der Pyramide haben sich übrigens an sogenannten Göpel-Pyramiden orientiert. Der Vorteil bestand vor allen Dingen darin, dass eine relativ offene Bauweise zustande kam, wo man die Figuren dann gut sehen konnte. Und das war also für uns ein ganz wichtiger Punkt bei diesem Gedanken, eine Pyramide für unseren Ort zu bauen. Außerdem erlaubt diese Bauweise, dass die Heiligen Drei Könige um das Christuskind wandern. Aber nun wird es Zeit, das Geheimnis der lebenden Figuren zu lüften. Und da sind sie tatsächlich. Der Mönch und der Müller, auch die Heiligen Drei Könige sind zu sehen. Und zwar auf dem sogenannten Mannelmarsch. Dabei werden alle 22 Holzfiguren auf der Pyramide von echten Adorfern dargestellt. So wird zum feierlichen Anschieben geschritten. Bringt in Gang die Pyramide. Bei den Nachbarn läuft sie schon. Und dann dreht sie sich. Ein feierlicher Moment für alle Adorfer. Bis zum Hohen Neujahr, am 6. Januar, dem Ende der erzgebirgischen Weihnacht, ziehen nun die Pyramidenfiguren ihre Runden. Aber leider nur die aus Holz. Darf ich vorstellen, das sind die Korrendesänger aus Rittersgrün, die hier tosenden Applaus kriegen. Korrendesänger werden Sie jetzt sagen, das sind doch hier diese putzigen Figürchen. Stimmt, aber das hier, das sind die lebenden Vorbilder. Und kann mir einer von euch jetzt erklären, was Korrende eigentlich bedeutet, damit ich was lerne? Laufchor. Laufchor. Und wo läufst du so hin?
Naja, hier hin und dahin. Aber laufen heißt natürlich völlig richtig. Kommt aus dem Lateinischen von currere und das heißt laufen. Herzlichen Glückwunsch. Und genau das machen die Nachwuchssänger von Rittersgrün. Sie laufen. Wie Hunderte im ganzen Erzgebirge. Sie laufen von Haus zu Haus und singen den Menschen Lieder zur Weihnachtszeit. Ganz ursprünglich bestand so ein Chor vor allem aus bedürftigen Schülern, die sich etwas dazu verdienen wollten. Zeit ist nah, Gott kommt auf die Erde. Und auch heute noch gibt es für die Kinder die ein oder andere Gabe. Frohe Weihnachten. Danke schön. Bitte, bitte, gerne geschehen. Unbezahlbar aber ist die Freude bei den Rittersgrüner Senioren, die so ein Ständchen bekommen. Das habt ihr aber schnell gemacht. Und nun könnt ihr erst euch mal richtig stärken. Kommt hier rein und setzt euch aufs Kanapee und in einen Sessel. Und wer keinen Platz hat, da muss die bleiben. Und unbezahlbar sind auch die Geschichten von früher, die die Kurrendesänger manchmal zu hören bekommen. Wie hier bei der Familie Viertel. Was gab's denn für Geschenke? Ja, so viele Geschenke wie heute gab's da nicht. Wir haben in einer schweren Zeit gelebt, da waren wir froh, wenn eine Schwester von mir oder auch ich eine Puppe bekam. Das war was ganz Wertvolles. Und ansonsten freuten wir uns, wenn wir unsere Puppenstube wieder gekriegt haben. Die wurde ja dann wieder aufgeräumt, die kam auf den Oberboden und vor Weihnachten haben wir sie dann wieder bekommen. Und bei euch, da wird es jetzt mehr Geschenke geben, denke ich mir. Auf alle Fälle, eure Wünsche sind größer. Ja, ihr Kinder, ich wollte euch ja auch noch ein bisschen was von Weihnachten erzählen. Bei uns zu Hause, da gab es etwas ganz Besonderes. Einen Christbaum, wie ihr ihn hier vor euch seht, aber dieser Christbaum hat sich gedreht und zwar nach der Musik einer Spieldose, die ihr hier unten seht. Und das werden wir dann gleich mal vorführen. Drehender Weihnachtsbaum und echte Kerzen. Hoffentlich haben die Viertels eine gute Feuerversicherung. Die erste Erwähnung des Weihnachtsbaums in der Literatur findet sich übrigens bei Goethe. Der junge Werther war vom Baum der geliebten Lotte nämlich geradezu verzückt. Wollen wir mal hoffen, dass er vor lauter Sinnlichkeit nicht an die Decke gegangen ist. Also ich meine jetzt den Baum, nicht den Werther. Und was ich eigentlich meine, das erklärt sich jetzt. Es ist wahrlich kein Geheimnis. Ein Weihnachtsbaum im Haus gehört einfach zum Weihnachtsfest. Bei den meisten Familien jedenfalls. Und fest verankert ist's auch, wie der Baum aufzustellen ist. Er muss stehen, wie er eben wächst. Immer und überall. Doch hier im schönen Thüringen soll das einst anders gewesen sein. Da sollen die Bäumchen in den Stuben von der Decke gehangen haben. Wir sind auf Spurensuche in Meiningen. Ob sich hier noch jemand an diese Tradition erinnert? Kenne ich nicht aus mit Weihnachtsbäumen. Ich kenne nur stehende Weihnachtsbäume. Hängende kenne ich nicht. Nee, ich kenne es nicht. Meine steht unten. Da bin ich vielleicht zu jung, weiß ich nicht.
Keine Ahnung. Kenne ich nicht, tut mir leid. Bin zwar schon über 80, kenne ich aber nicht. Immerhin einen Hinweis bekamen wir dann doch. Im Stadtmuseum Meiningen lebt und arbeitet seit Jahren eine Historikerin und ausgewiesene Weihnachtsexpertin, Andrea Jakob. Vor einiger Zeit hat sie auch das Phänomen der hängenden Weihnachtsbäume erforscht. Es gab sie tatsächlich und Frau Jakob weiß auch warum. Das waren Platzgründe. Man hat den Weihnachtsbaum natürlich in den Raum gehängt, wo man sich am meisten aufhielt. Und das war die Stube. Deswegen hing in der Weihnachtsbaum häufig über der Werkbank oder halt über einen Tisch oder in der Ecke, in einem Herrgottswinkel oder so, jedenfalls in der Ecke. Und das war jedenfalls der Hauptgrund. Keine Forschung ohne Quellen. Und Frau Jakob hat viele, ja sehr viele Nachweise zusammengetragen. Handschriftliche Aufzeichnungen, Fotografien, ja sogar eine alte Grafik hat sie gefunden. Die älteste überlieferte Grafik oder Zeichnung stammt eben von 1820. Und das zeigt eben eine Frau in einer Stube, wie sie ein kleines Kind eben meinetwegen ein Gedicht vorsingt oder vorspricht. Und da hängt eben ein Weihnachtsbaum oben an der Decke. Der nachweisbar letzte hängende Weihnachtsbaum in Thüringen befand sich bis vor 3 Jahren übrigens in Pippelsdorf, in einer altehrwürdigen Gaststätte. Dann wanderte auch hier das Bäumchen auf die Erde. Um noch einen auf dem Kopf stehenden Christbaum leibhaftig zu sehen, muss man inzwischen weit reisen, bis in das Ruhrgebiet. Hier in Gevelsberg wohnt Familie Schulte. Nein, Herr Schulte, bitte. Bei den Schultes ist es ein bisschen wie bei uns allen. Frau Schulte sagt, Herr Schulte macht. Unabhängig von alten thüringischen Bräuchen hängen die Schultes ihren Baum seit 25 Jahren unter die Decke. Und warum? Weil Frau Schulte das so will. Andere Leute hängen sich Kränze unter die Decke. Und dann habe ich gedacht, zum Weihnachtsbaum, der könnte eigentlich auch ganz gut aussehen. Einen Christbaum unter die Decke zu hängen, ist eine ziemliche Plackerei. Doch Jahre der Erfahrung lassen Friedhelm Schulte nur selten verzweifeln. Er weiß, worauf es ankommt. Das Wichtigste, der Baum muss hervorragend gewachsen sein. Ja? Fast gerade, aber besser geht es nicht. Nee. Der hat zwar da oben noch eine Dülle, aber da kann man viel Schmuck hinmachen oder was. Ja. Jetzt schlägt die große Stunde von Evelyn Schulte. Das Schmücken ist allein ihre Aufgabe. Irgendwie habe ich immer das Gefühl, der ist noch nicht voll genug. Und beim normalen Baum, da kann ich drum rumgehen, hier muss ich immer die Leiter schleppen und kann eigentlich immer erst im Endeffekt sehen, wo noch was fehlt. Nach 4 Stunden harter Arbeit hat Familie Schulte es geschafft. Ihr hängender Weihnachtsbaum ist fertig. Und er ist möglicherweise der schönste seiner Art. Und vielleicht ist er ja auch der einzige. Zugegeben, so richtig weihnachtlich sieht es jetzt hier noch nicht aus, aber diese heiligen Hallen sind für unsere Weihnachtsbräuche mindestens ebenso wichtig wie eine Stollenbäckerei. Denn das hier ist die Geburtsstätte, Dr. Fleming, enthüllen Sie bitte, das ist die Geburtsstätte der industriell gefertigten Weihnachtspyramide. Und die sieht so aus. Ich helfe mal. Ich komme ein bisschen. Oh, oh. Jetzt wäre die erste fast im Eimer gewesen. Nein. Herr Dr. Fleming, Sie sind in 4. Generation Chef hier im Hause. Ja. Werden solche Pyramiden immer noch bei Ihnen hergestellt? Nein, leider nicht mehr. Wir haben 1948 die Produktion eingestellt und fertigen heute Putzermöbelgestelle für die Putzerindustrie. Das ist ein Selbstbausatz, wenn man so will. Also man muss die Figuren noch reinstellen. Ja, also die Pyramide wurde von meinem Großvater entwickelt, als Stockwerkpyramide in 3 bis 8 Stockwerken in Etagenbauweise. Und Figuren konnten dazu gekauft werden, aber auch selbst geschnitzt werden und wurden dann dazu hier reingestellt. Was kommt wohin? Unten kommt, wie traditionell überall, die Christi Geburt. Unser Josef haben wir da, die Gattin dazu. Ja, und das Kind. Stockwerk drüber wohnt wer? Stockwerk drüber kommen die heiligen 3 Könige. 1, du bist einer, 2, 3.
Sagen Sie, wie viele von diesen Pyramiden wurden denn überhaupt hergestellt? Also wir haben um die Jahrhundertwende angefangen und haben in den besten Jahren 5.000 bis 7.000 Stück pro Jahr hergestellt. Und zunächst nach Sachsen und dann in die Bergbaugebiete Schlesien und Saarland und dann auch über See versendet. Das heißt, mit Pyramiden ist Ihre Familie Multimillionär geworden. Das wohl nicht, aber auf jeden Fall haben wir das Erzgebirge in alle Welt hinausgetragen und auch die erzgebirgische Tradition verpackt mit solchen Kartons, die ebenfalls in Rittersgrün hergestellt wurden. Ist auch historisch wertvoll. In der Firma Junghans. Und der Chef dieser Firma war praktisch der Patentinhaber der Faltkartons und er ist praktisch der Urvater der modernen Verpackungsindustrie. Wissen Sie, was so eine Pyramide früher gekostet hat, wenn ich sie bestellt habe? Also im Amtsblatt von Annaberg ist eine dreistöckige Pyramide für 8 Mark noch ausgepreist. Und was kostet so eine Pyramide heute? Heute kann ich sagen, hat sie doch einen ganz schönen historischen Wert. Wir hatten selbst keine mehr, weil der Betrieb Volkseichen war und alle Muster vernichtet worden waren. Und wir haben dann voriges Jahr aus dem Internet eine gekauft. Und hier steht sie für 600 Euro und haben sie restauriert. Und die geben Sie auch nicht mehr her? Die geben wir nicht mehr her. Das ist jetzt unser Heiligtum für die Firma. Heute werden hier Rahmen für Polstermöbel hergestellt. Ursprünglich aber war die Fabrik noch für ein ganz anderes Produkt bekannt: Vogelkäfige. Vögel waren beliebt gegen die Ruhe in der Stube. Als aber das Radio aufkam und die gefiederten Freunde in einen akustischen Wettstreit mit den Stimmen aus dem neuen Kasten traten, wurden sie verbannt. Die Herstellung der Käfige fand ein Ende. So, noch ein Lichtlein. Und dann, Herr Dr. Fleming, kommen wir zum zweiten Pyramidenanschoßen. Jetzt kommt doch wirklich Weihnachtsstimmung hier auf. So ist es, ja. So, und für alle, die jetzt sagen, na, sind denn die wahnsinnig geworden, in einer Holzfabrik mit offenem Feuer zu arbeiten? Die Berufsgenossenschaft kann sich beruhigt zurücklehnen. Wir sind vorbereitet. Das heißt, Dr. Fleming, einen Adventskranz, den dürfen Sie hier auch nicht aufstellen? Nein, hier offenes Licht und Feuer ist ja nicht gestattet. Ja, nicht. Haben Sie denn zu Hause einen Adventskranz? Ja, ja, selbstverständlich. Wissen Sie, woher die Gebräuche mit dem Adventskranz kommen? Nein, das kann ich jetzt nicht sagen. Gut, dass Sie mich hier haben. Ich kann es Ihnen verraten. Der Adventskranz ist nämlich keine Erfindung des Erzgebirges. Ausnahmsweise kommt dieser Brauch nicht aus dem Weihnachtsland, sondern aus dem hohen Norden, von den Fischköppen. Da gibt's auch Weihnachten. 4 Kerzen und Tannenschmuck. So sieht er aus. Der Adventskranz. Mal etwas bunter, mal weniger, aber irgendwie immer gleich. Wie langweilig, dachte sich der Greifswalder Robert Schneider. Der Mann ist Bootsbauer und hat jede freie Minute getüftelt, wie der Adventskranz heutzutage noch aussehen könnte. Als Bootsbauer hat man natürlich den Werkstoff Holz ständig in der Hand. Und so war es für mich naheliegend, aus Holz so etwas zu bauen. Und ich wollte eine Form finden, wo ich auch 28 Kerzen unterkriege, um auch den kompletten Advent mit dem Adventskalender oder Adventskranzkalender zu feiern. Bootsbauer Schneider wollte zurück zu den Wurzeln des Adventskranzes. Denn die Idee, ein Adventskranz mit vielen Kerzen, ist nicht neu. Der Theologe Johann Hinrich Wiechern erfand 1839 den Adventskranz. Die Tage bis Weihnachten sollte man am Kranz ablesen können, am besten an der Anzahl der Kerzen. Im Betsaal eines Hamburger Waisenhauses hat er den ersten Adventskranz aufgehangen. Ein schlichtes Wagenrad. 4 dicke Kerzen standen für die Adventssonntage, die Kerzen dazwischen für die übrigen Tage bis Weihnachten. Und diesen Adventskranz gibt es so, leicht aufgepeppt, immer noch. In der heute nach Wiechern benannten Schule in Hamburg. Mit
Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und der vierte Advent. Vierte Advent. Und jetzt, das ist nämlich der Trick an dem Adventskranz, können wir sehen, an welchem Wochentag Heiligabend ist. Sie sind stolz. Also wenn Sie mal verstanden haben, dass das hier im Rauen Haus entstanden ist, dann sind Sie stolz, in die Wiechernschule zu gehen und zu wissen, dass der Adventskranz sich von hier aus über die ganze Welt verbreitet hat, ist eine tolle Sache. Der Ur-Adventskranz kommt also aus Hamburg und hat bis zu 28 Kerzen. Sowas baut nicht jeder. Der Hamburger Florist André Bröse aber macht sowas. Der Wiechernkranz ist ein ganz spezieller Kranz, das heißt, er muss wirklich so gearbeitet werden, wie der ursprüngliche Kranz damals von Herrn Wiechern produziert wurde und hergestellt wurde. Das heißt also, der hat genau die speziellen weißen Bänder und da müssen Zapfen drin sein und die Anzahl der Kerzen muss halt genau stimmen. Mindestens 4 Wochen sollte er halten. Zurück nach Greifswald. Bootsbauer Robert Schneider tat es dem Erfinder des Adventskranzes gleich. Für jeden Tag im Advent kann man auch an seinem Adventskranz bis Weihnachten eine Kerze in die Holzfassung stecken. Die Ähnlichkeit zum Ur-Adventskranz ist unverkennbar. Kein Wunder, Robert Schneider war als Jugendlicher selbst Schüler auf der Wiechernschule. Die Wiechernschule in Hamburg steht natürlich genau noch an dem Ort, wo Wiechern damals sein Waisenhaus gegründet hatte und wo auch der erste Adventskranz aller Zeiten hing. Und wenn man da zur Schule geht, kriegt man das natürlich irgendwie mit, dass dort die Wiege des Adventskranzes ist. Letztlich müssen Sie selbst entscheiden, welchen Adventskranz Sie lieber mögen. Aber zumindest wissen Sie jetzt, wo der Adventskranz seinen Ursprung hat. Ganz egal, wie er aussieht. Zu Weihnachten wird natürlich in Rittersgrün auch gekocht, wie überall im Erzgebirge. Und es gibt das klassische Neunerlei. Das gehört natürlich dazu. Zum Neunerlei gibt's auch eine Gans. Und wenn jemand von Ihnen jetzt sagt, Weihnachtsgans, das ist mir viel zu kompliziert, um das zu kochen, dann sind Sie im Erzgebirge völlig falsch. Denn zu der Gans gibt's noch mindestens 8 Zutaten, 8 Gerichte dazu. Frau Nestler, was gibt's denn alles? Na, da gibt's zum Beispiel dann noch die Grünklöße, die ich jetzt gerade forme. Dann gibt's natürlich auch unsere Linsensuppe. Die gibt's bei uns aber schon zum Mittag. Mit einer Bratwurst, da wird auch pünktlich um 12 Uhr gegessen. Neunerlei klingt wahnsinnig aufwendig. Ist es ja auch. Wie lange sind Sie damit beschäftigt? Also ich fange immer einen Tag zuvor an. Da koche ich zum Beispiel das Sauerkraut, weil bei uns Sauerkraut darf man am Heiligabend nicht kochen. So ist es so ein alter Spruch, weil dann würde es schlechtes Jahr werden. Aha. Und das Rotkraut tue ich natürlich auch einen Tag vorneweg kochen, weil das zieht dann ganz einfach besser durch und schmeckt dadurch natürlich auch viel besser. Und all das, was wir hier zubereiten, das kommt vom Hof der Nestlers. Denn die Nestlers, die gehören ja hier zu den örtlichen Bauern. Jörg Nestler war 25 Jahre lang Stallmeister. Jetzt ist er sein eigener Herr. Und Herr über mehr als 100 Rinder, die er oberhalb von Rittersgrün hält. Zur Weihnachtszeit gibt es auch für die Tiere Bescherung. Ein jedes bekommt eine Scheibe Brot. Fürs Neunerlei findet Jörg die allermeisten Zutaten im eigenen Hofladen. Essig, Brot, Beifuß und leckeren Saft. Eine wichtige Zutat fehlt aber noch. Die Gans. Jörg wird doch jetzt nicht wirklich. Also diese Gänse hier, die werden Weihnachten überleben. Wir haben ja einen kleinen Enkel und da ist immer so traurig, wenn jedes Jahr zu Weihnachten die ganzen Gänse geschlachtet sind. Und da haben wir vor 2 Jahren dann, weil nur alle Gorgogs tot waren, haben wir ein Pärchen Gänse gekauft und das sind die hier draus geworden. Und die dürfen sich im Frühjahr auch wieder vermehren, sodass unser Enkel auch wieder Freude an seine Gänse hat und immer noch ein paar Gorgogs auf dem Hof rumherlaufen. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute, die Nachfahren. Der Weihnachtsgans Auguste. Hütlig auf, ich habe die Reste na, noch hallo. Im Laden geholt, was dir noch alles so ein bisschen gefehlt hat. Mhm. Die Reste gibt es jetzt hier. Der Beifuß, da fehlt noch ein schöner Rotwein
von Maxter Apfelsaft und hier ein Milchsaft. Ja? Und hier noch eine Flasche Essig. Und die Flasche Holunderblütenessig, ganz hervorragend. Jetzt haben wir alle Zutaten da. Jetzt haben wir alle Zutaten da. Frau Nestler, gibt es bei Ihnen vor Weihnachten eigentlich auch einen Adventskalender? Es gibt einen Adventskalender, ja. Wird er selbst gemacht? Nee, leider Gottes nicht. Der wird dann doch eingekauft? Wird dann doch eingekauft, genau. Eine lebende Pyramide, die haben wir Ihnen ja schon vorgestellt. Aber es gibt auch einen lebenden Adventskalender, und zwar in Chemnitz. So, jetzt machen wir uns eine Wurstbämme. Eine Straße irgendwo in Chemnitz. Geschmückte Fenster, festliche Lichter, und irgendwo hier ist das geheimnisvolle Türchen versteckt. Man muss es, wie bei jedem Adventskalender, nur finden. Ich habe keine Ahnung, ich habe davon nichts gehört. Könnte ich jetzt nicht sagen. Wir wissen nur, dass bei uns gegenüber ist in 14 Tagen, glaube ich, einer. Aber wo hier ist, wissen wir nicht. Das Türchen erschließt sich also nur ganz aufmerksamen Beobachtern oder jenen, die den Menschenmassen hinterherlaufen. Was sich dahinter verbirgt, ist noch geheim. Gut, okay, dann wollen wir die Tür öffnen? Ja! Ja? Also, dann versucht mal, ob wir die Tür schaffen. Und tatsächlich, drinnen ist das Fest gleich in vollem Gange. Immer hinein in die gute Stube. Das ist ein Prinzip beim lebendigen Adventskalender. Man lässt Fremde hinein in die eigenen vier Wände. Ja, weil das einfach dazugehört, zusammenzurutschen, zu Weihnachten, einfach mal an den anderen zu denken und mal den Kommerz draußen vorzulassen und einfach mal in geselliger Runde zu singen, zu musizieren oder eben auch mal ein Gedicht zu lauschen oder eine Geschichte. Ihre letzten Kalendertürchen haben die meisten hier im Kindesalter geöffnet. Und auch das Liedersingen ist offenbar schon ein Weilchen her. Schön finden's aber trotzdem alle. Die Kinder und die Erwachsenen, dass sie gemeinsam harmonieren. Und das ist das Schöne an so einem Abend, dass also alt und jung sich gemeinsam wohlfühlen. Und so soll es bleiben. Es rührt an, wenn die Kinder, wenn man weiß, die haben sich auf sowas vorbereitet mit ganz viel Mühe und die Erwachsenen haben Gedichte rausgesucht und Geschichten. Ich meine, die Schokoladen-Adventskalender gibt es ja zur Genüge. In reichlicher Auswahl. Solche Adventskalender, die ein bisschen, ja, ich sag mal, kulturvoll sind, gibt es nicht so viele. Adventskalender stammen aus dem 19. Jahrhundert. Der lebendige ist eine neuere Form, aber umso beliebter. Auch Claudia Friedemann mag die Idee und gestaltet ein Türchen. Das mit der Nummer 9. Ich habe vorbereitet eine Geschichte mit Puppenspiel und mit Musik und mit drei Kindern, mit drei Mädchen. Und die Gäste können es kaum erwarten. Die Sonne leuchtete durch die Fenster und mitten hinein in die Musik, die aus der Orgel floss. Modernes Puppentheater. Fast so schön wie ein echter Schokoladenkalender. Hast du schon mal so was Wunderbares erlebt? Sagte Marlene zu Johann, als sie aus der Kirche kam. Weil wir Sommerferien haben. Ja, das ist wunderbar, sagte Johann und hüpfte auf der Stelle. Nein, sagte Marlene. Die Musik. Puppenspiel war sehr schön und dann natürlich die Enkelkinder gespielt haben, war das für mich ein besonderes Erlebnis. Ich habe erst mal ein bisschen geguckt, weil es Finger waren, aber man versteht ja, was sie meint. Und, und die Musik dazu, das war wunderbar. Dass auf dem Kassberg was losgeht und im Schloss hier, ganz toll. Hm. Und dass viele Menschen unterwegs sind und miteinander singen. Schön. Das ist eben das Zauberhafte an der Adventszeit. Jeden Tag eine andere Überraschung. Kein Wunder, dass sich die meisten hier einig sind. In dieser Form könnte eigentlich das ganze Jahr Weihnachten sein.
Frau Nestler, gibt es eigentlich auch was Süßes? Oder gehört das nicht zum Neunerlei? Zum Neunerlei, da haben wir dann Kompott. Das ist ja etwas süßer. Das isst man hinterher oder isst man das dazu? Nee, irgendwas? Das isst man hinterher. Aha. Genau. Und der Sellerie ist ja relativ süß-sauer gemacht. Das ist wie ein Art Sellerie-Kompott. Und Sellerie hat auch eine spezielle Bedeutung, Herr Nestler. Sellerie oder? Hat eine spezielle Bedeutung, da Sellerie ist gut für die Fruchtbarkeit. Für die was? Für die Fruchtbarkeit. Ah ja. Gut. Ja? Sellerie-Kompott macht die Liebe wieder flott. Ist ja auch für Weihnachten wichtig, ja. Wenn man so schön vollgemupfelt ist. Sagen Sie, Frau Nestler, Neunerlei unterscheidet sich doch hier von Ort zu Ort. Ja, das ist auch schon im Ort ist das so ein bisschen unterschiedlich. Auch von Familie zu Familie? Es geht dann von Familie zu Familie, genau. Manche essen halt da Heiligabend Schweinefleisch, da ist das so Sitte oder Rehe. Aber bei uns ist halt ganz und es ist auch weit verbreitet. Also das mit dem Schweinefleisch und Rehe, das ist eher selten. Woher haben Sie diese Tradition? Die ist schon von den Eltern und Großeltern, ganz genau. Ja. Das ist alles am Überliefer. Zum Beispiel, ich stamme ja eigentlich aus Grünstädel, wir hatten andere Traditionen wie der Rittersgrüner. Und wir haben die mittlerweile in fast 30 Jahren gemeinsam Weihnachten feiern. Also unsere Traditionen draus gemacht. Das heißt, so ein richtiges klassisches Neunerlei Kochbuch, Kochrezept findet man gar nicht. Nee, oder? So ein allgemeines. Es ist immer bei jedem ein bisschen abgewandelt. Mancher nimmt das mit dazu, mancher nimmt das mit dazu. Das ist es ist einem verschieden. Herr Nestler, gibt es was, was Sie gar nicht mögen? Was ich gar nicht möge von dem Neunerlei? Nee, eigentlich alles. Sonst wird es ausgetauscht. Ja, nee, eigentlich alles. Und die Kinder mögen das mittlerweile auch. Und der Enkel, da hat sich da auch schon dran gewöhnt. Das ist auch schon seit drittes Weihnachten, wo er mit dran teilnimmt. Frau Nestler, was sagen Sie Ihrem Enkel eigentlich, wie der Weihnachtsmann kommt? Also da sitzt man abends eigentlich dann gemütlich auf dem Sofa. Das machen wir ja erst nach dem Essen, vor dem Essen, dass wir in Ruhe essen können sozusagen. Und da kommt dann nach dem Essen und sagen wir, setzen wir uns hin, warten und dann sagen wir eigentlich, Max, jetzt kommt gleich der Weihnachten. Naja, aber wie kommt der? Also der läuft ja nicht, oder? Also bei uns kommt er gelaufen. Bei uns kommt er gelaufen, genau. Zurzeit macht es noch der Tante, zurzeit reicht es noch mit der Tante, aber da müssen wir uns, denke ich, dann einmal ein bisschen Neues einfallen. Ach, da kommt die Weihnachtstante bei Ihnen. Ja, die kommt schon als Mann, aber das ist halt die Tante, die das macht. Genau. So, jetzt nochmal das Semmel. Dann kann ich Ihnen jetzt was verraten. Neuerdings kommt der Weihnachtsmann nämlich motorisiert auf vier Rädern. Ach so. Ja, haben Sie schon mal gehört? Nee. Kann ich Ihnen aber zeigen. In Ruhla heißt das nämlich so. Normalerweise geht der Weihnachtsmann immer still und leise auf die Reise, aber nicht in Ruhla. Ruhla heißt zwar der Ort, mit der Ruhe ist es aber hier nicht weit her, wenn sich diese Herrschaften auf den Weg machen. Die Helfer des Weihnachtsmanns, allesamt mit ganz besonderen Schlitten. Eigentlich nicht sehr weihnachtlich, aber für den schwer beladenen Herrn mehr als praktisch. Wenn die Quads gehört werden, sind die Kinder wie aus dem Häuschen und gucken und Mama, Papa, wir wollen zum Weihnachtsmarkt. Der Schlitten, das interessiert keinen mehr, aber ein geschmücktes Quad, wenn man die Kinder sieht, wie die sich freuen, das ist einfach herrlich. Von wegen Stille Nacht, Heilige Nacht, hier wird ordentlich Krach gemacht. Und Doppelgänger hat der Weihnachtsmann alle Achtung. Man sieht schon, Weihnachten spielt in Ruhla eine tragende Rolle. Und deshalb hat man sich auch diese besondere Parade ausgedacht. Obwohl, am Anfang waren die Kinder doch eher erschrocken als begeistert. Die ersten zwei Jahre hatten sie Angst, aber dann nicht mehr. Wenn man dann so mit so Kostümen so ankommt und das bunt geschmückte so, die Leute gucken, die Kinder freuen sich. Das ist so das Schöne an der ganzen Geschichte, finde ich. Das ist halt ein bisschen weihnachtlich verkleidet, halt als Engel und Weihnachtsmann und Rentier, das gehört einfach dazu. Weil wenn wir hier nur in Motorradklamotten sitzen würden, das wäre ja langweilig. Und auch wenn der Holzschlitten fehlt, ist zumindest das Rentier doch dabei und offensichtlich gut gelaunt. Das ist Rudi, mein Rentier. Das ist mein treuer Begleiter. Das ist der einzige von der Schlittenmannschaft, der noch da ist. Seit mittlerweile 10 Jahren gibt es die Quad-Parade in Ruhla, die erst durch den Ort und dann zum Weihnachtsmarkt führt.
es weihnachtlich dadurch sehr, wenn die durchfahren. Und die geben sich viel Mühe jedes Jahr. Finde ich eigentlich ganz toll, finde ich gut. Aber das passt nicht auf den Weihnachtsmarkt. Ja, es ist eben mal was anderes, sag ich mal. Eigentlich sehr gut. Warum? Weil mit dem Quad kann er schneller hierher kommen. Aber wichtig sind ja nicht nur die Quads, sondern vor allem die Geschenke. Und so modern der Ruhlaer Weihnachtsmann sonst auch daherkommt, vor dem Geschenk kommt auch bei ihm erst das Gedicht. So viel Tradition muss sein. So, liebe Kinder, ich begrüße euch hier auf dem Markt von Ruhlaer. Wart ihr artig? Ja! Ach, warum hast du so eine raue Stimme? Das kommt von vielen Kleewein. Robin Kallis. Oh, das ist ein großer. Der kann ein Gedicht absagen. Eine Seniorenweihnachtsfeier. Wenn Hugo sich die Erna schnappt und Gerda ihren Hans, dann geht's zu Kaffee und zu Kuchen und heute auch mal zum Weihnachtstanz. Die Aufregung. Doch der Weihnachtsmann hat ein großes Herz. Muss er auch bei so vielen Wünschen. Ein Hochbett. Ein Hochbett. Ein Hochbett. Also ich wünsche mir zu Weihnachten, dass meine Familie gesund bleibt. Ich habe für mein Fahrrad erst was bekommen und naja, also ich lasse mich einfach überraschen. Und weil Weihnachten ist, gehen auch mal Sonderwünsche in Erfüllung. Einmal Probe sitzen. Da sagen auch Erwachsene nicht nein. Und so laut, wie sie gekommen sind, so laut verschwinden der Weihnachtsmann und seine motorisierten Freunde auch wieder in den Tiefen des Thüringer Waldes. Weihnachten in Rittersgrün bei Familie Nestler, das sieht alles wunderbar aus. Herr Nestler, jetzt müssen Sie uns nur noch mal erklären, was steht für was. Bei mir zum Beispiel stehen die roten Beter. Die sind für die gesunde Gesichtsfarbe. Dann steht vor mir die Gläser, die sind fürs große Geld. Und jetzt macht meine Frau weiter. Hier steht zum Beispiel bei mir auch das Sauerkraut. Das Sauerkraut, das ist immer, dass wir für unsere Tiere immer schön zu füttern haben, also fürs lange Stroh. Und dann haben wir noch die Bratwurst. Die ist für die Kraft und für den Zusammenhalt in der Familie. Und dann steht hier ist Kompott. Das ist für Freude und Fröhlichkeit. Und die Gans natürlich für Wohlstand, denn die Gans gibt es auch nur einmal im Jahr. Und das sollte man sich dann auch gut gönnen. Linsen und Sellerie haben wir noch. Ja. Linsen fürs kleine Geld. Sellerie für die Fruchtbarkeit. Das Semmel mit Milch haben wir noch nicht, genau. Und das ist für die Gesundheit, Semmel und Milch. Dann kann nichts mehr schief gehen. Ich würde sagen, guten Appetit, aber das müssen eigentlich Sie als Hausherr sagen. Ja, dann würde ich sagen, dann wünsche ich allen eine gesegnete Mahlzeit. Ich habe noch was, damit wir auch ein kleines Getränk zu uns nehmen können. Das war schön. Alle. Alle, genau. Max hat die Nase voll, jetzt wird endlich gegessen. Und ich habe den Eindruck, wenn im Erzgebirge wirklich etwas Tradition ist, dann taucht es natürlich auch im Heiligabendlied auf. Und natürlich gibt es da auch eine Strophe zum Neunerlein. Wir haben allein noch lang gekocht, aber schon Sauerkraut. Meine Mutter holt sich junge Blut, die alte gute Haut, die alte gute Haut. Tra-la, tira-la-la, tra-la, tira-la-la, 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 tira-la-la-la-la. Wir haben fette Gans gekauft und ein Haus geschlacht. Dazu war Brot und Sauerkraut und grüne Glies gemacht. Und grüne Glies gemacht. Tra-la, tra-la-la, tra-la, tra-la-la. Und wenn's nur keine Linsen gibt, falls ganze Korb an Galt, drum kochen wir in Krusendorf, das nimmer Metropalt, das nimmer Metropalt. Tra-la, tra-la-la, tra-la, tra-la-la, 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 tra-
tiralala, 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 tiralala. Doch haarig ist der Hauptsachfeind bei der Kocherei. Bin war nicht haarig als ein Korn, da muss nicht richtig sein, da muss nicht richtig sein. Tralala, tiralala, tralala, tiralala, 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 tiralala. Frau Nestler, wie geht es bei Ihnen weiter, wenn das Neunerlei gegessen ist am Weihnachtsfest? Also nach dem Neunerlei jetzt direkt, ja. Da tun wir uns auf dem Sofa in der Wohnstube gemütlich hinsetzen und tun uns unterhalten, tun noch was trinken. Es gibt ja so statistische Untersuchungen, die sagen, dass gerade an Weihnachten Familien sich besonders häufig streiten, weil sie sich auch das ganze Jahr über nicht gesehen haben. Die Erwartungshaltung ist viel zu groß. Wie gehen Sie dem Streit aus dem Weg oder passiert das bei Ihnen sowieso nicht? Wir sehen uns eigentlich das ganze Jahr, weil wir ja nun zusammen auf unserem Betrieb arbeiten. Da können Sie sich auch streiten, wenn nicht Weihnachten ist. Können uns auch, wenn wir das wollen, können wir uns auch ohne Weihnachten streiten. Zum Weihnachtsfest gehören ja Traditionen und auch ganz bestimmte Rituale und Bräuche. Auch die Tischsitten sind Teil davon und da gibt es ganz unterschiedliche, nicht nur hier im Erzgebirge. Das Salzerhaus in Zwönitz. Frank Salzer kennt alle Tischbräuche des Erzgebirges und weiß, dass einige beispielsweise in Polen ganz ähnlich sind. Auch dort gibt es Weihnachtspyramiden, die wie im Erzgebirge zur Adventszeit angezündet werden. Nach dem Toten Sonntag, da beginnt man im Erzgebirge langsam, die Weihnachtsutensilien hervorzukramen. Und dazu gehört natürlich auch das traditionelle Pyramidenanschieben. Und dann ist es eine Zeremonie, dass die Kinder natürlich mit dabei helfen, die Pyramide aufzustellen. Und dann erhält uns die Pyramide das Zimmer in einem wohligen Lichterglanz. Auch der weihnachtliche Esstisch in Polen gleicht dem im Erzgebirge. In unserem Nachbarland wird stets ein Teller mehr eingedeckt, genau wie im Salzerhaus. Denn das zusätzliche, leere Gedeck ist auch ein alter erzgebirgischer Tischbrauch zu Weihnachten. Und dieses leere Gedeck, was Sie hier vor sich sehen, das dient dazu, in Erwartung eines unverhofften Gastes vorbereitet zu sein oder natürlich auch in Gedenken an einen lieben verstorbenen Menschen in der Familie. Bevor dann das traditionelle Neunerlei auf den Tisch kommt, gibt es nicht nur Brot und Salz, sondern auch die Weihnachtsgeschichte. Die Heilige Schrift gehört einfach bei uns dazu, denn wir lesen die Weihnachtsgeschichte aus der Bibel vor. Und unter der Bibel, da finden wir natürlich etwas an Kleingeld, auf das im neuen Jahr auch jeder von uns wieder genügend Kleingeld in seinen Taschen finden möge. Das ist übrigens keine normale Weihnachtskerze. Im Erzgebirge entzündet man am Tisch das Heiligabendlicht und das wird später sogar aufbewahrt. Das Heiligabendlicht wird in ein Tischtuch oder in eine Serviette eingeschlagen und verbleibt dann in der heiligen Nacht auf dem Tisch liegen, weil man sagt, dass es dadurch die magische Kraft erhält, Böses vom Hause und den darin lebenden Bewohnern fernzuhalten. Aus dem Stall kommt das Heiligabendstroh. Auch in Polen zum Beispiel liegt es Weihnachten im Haus. Im Erzgebirge wird die heilige Familie nachempfunden. Und wir wissen alle, dass in der Christnacht die heilige Familie auf einer Suche war nach einer Herberge. Und sie fand letzten Endes nur in einem Viehstall Platz, um das Jesuskind zu gebären. Und diesen alten Brauch lässt man wieder aufleben, indem man das sogenannte Heiligabendstroh auslegt. Der traditionellste Weihnachtsschmuck sind die handgeschnitzten Figuren. Besondere Bedeutung haben neben dem Hirten Engel und Bergmann. Es gibt im Erzgebirge viele alte Weihnachtsbräuche
Und diese Bräuche werden natürlich mit diesen Figuren gestaltet. Ich denke da zum Beispiel an den Bergmann und den Engel, der in keiner Familie des Erzgebirges fehlen darf. Denn wenn die Weihnachtslichter leuchten, ist es Zeit für die Kinder, ihre Weihnachtsfiguren ins Fenster zu stellen. Ihren Engel oder Bergmann, den sie an ihrem ersten Geburtstag von den Eltern bekommen haben. Und wenn uns die Gäste besuchen und am Abend durch die verschneiten Gassen spazieren gehen, dann können sie an unserem Fenster ablesen, so viele Bergleute und so viele Engel in einem Fenster stehen, so viele Jungen und Mädchen leben in der entsprechenden Familie. Der Rittersgrüner Wald ist das Revier von Lukas Meinhold und seinen Pferden. Ob der Waldarbeiter auch Weihnachtsbaumexperte ist? Ein Verdauungsspaziergang nach dem Neunerlei. Und wen treffe ich? Zwei Pferdchen. Seid ihr brav? Groß vor allen Dingen. Herr Meinhold, sind Sie auch brav? Offensichtlich. Nicht immer. Nicht immer. Glück auf. Hallo, ja. Grüß Sie. Warum arbeiten Sie mit Pferden im Wald? Ist das praktischer als mit Maschinen oder ist das vor allen Dingen der Tradition geschuldet? Das ist vor allem schöner und geht auch oft schneller. Ja? Ja. Und was machen Sie hier den ganzen Tag? Sie ziehen Stämme aus dem Wald? Ja, das ist hier eine nasse Fläche und da ziehe ich das Holz komplett ganz lang raus, bis an die Gasse oder bis an den Weg und dann wird es mit der Technik abtransportiert. Aha, also dann kommt da oben Technik zum Einsatz? Ja. Na dann, ich will Sie nicht aufhalten. Was machen Sie jetzt? Den an die Kette legen. Ja, dann. Nur zu. Zurück. Zurück. Hep, hier. Fritz und Max haben mich abgehängt. Zurück. Sagen Sie, und wie viele Stämme machen Sie so am Tag? Kann man das überhaupt so sagen? Nee, das kann man gar nicht sagen. Das kommt darauf an, wie weit es zu ziehen ist und wie stark die Stämme sind, wie das Gelände ist. Das ist ganz unterschiedlich. Aber ich habe mir sagen lassen, ich bin ja auch nicht ganz unvorbereitet hier, Pferde sind Ihre Leidenschaft. Ja. Stimmt es, dass Sie sich vom Konfirmationsgeld das erste Pferd gekauft haben und ja, keinen Kassettenrekorder? Woher wissen Sie denn das? Bisschen informiert. Ja, das stimmt. Warum? Das ist nur, jeder hat nur einen anderen Spleen. Ne? Das ist meine Welt. Ja. Sind Sie lieber mit Pferden zusammen als mit Menschen? Nee, mit meiner Frau bin ich noch lieber zusammen. Das kann ich verstehen. Also ich nehme mal an, das Geschenk für die Frau haben Sie dann schon organisiert, oder? Nee, noch nicht. Nee? Aber wissen Sie denn was? Das ist bei uns immer kurzfristig. Typisch männlich, ja, habe ich mir sagen lassen, kurz vor dem 24. Waldarbeiter gibt es hier in den Wäldern um Rittersgrün natürlich schon seit Jahrhunderten. Zum Beispiel Karl August Reißmann. Und dem ist auch etwas ganz Ungewöhnliches und wenn man will, auch Weihnachtliches passiert. Im Jahr 1833 fand er nämlich im Waldboden einen seltsamen Stein. Er war aus Metall, doch konnte der Schmied ihn nicht schmieden. Von dem Fund hörte auch die Bergakademie Freiberg, die ihn schließlich kaufte. Denn die Professoren wussten, der seltsame Stein fiel vom Himmel. Er wurde berühmt als der Rittersgrüner Meteorit. Vielleicht war es ja der Weihnachtsstern, der hier im Erzgebirge landete. Hier habe ich Ihnen den Rittersgrüner Meteoriten. Das ist natürlich nur ein Nachbau und nicht das Original. Herr Meinhold, haben Sie solche Dinger auch schon mal hier gefunden? Ja, so ähnliche liegen viel im Wald. Ja, der kommt doch aus dem All. Also so viel dürfte hier nicht im Wald liegen. Fritz und Max haben was zu essen? Ja, die kriegen jetzt noch Hafer und dann... Hier so Hafertasche? Ja. Futtersack heißt das. Futtersack, Entschuldigung. So, mein Hase, komm, wie geht das? So, aufmachen, oder? Ja. Mietz, Mietz. Da.
Und wir holen jetzt einen Weihnachtsbaum. Den weltschönsten aus Rittersgrün. Herr Meinhold, darf hier jeder einen Baum schlagen? Nee, da muss man erst einen Förster fragen. Ja? Und dann kann man einen holen, den muss man bezahlen. Und was kostet so ein schön größer hier? Vorher habe ich 10 Euro bezahlt. Ach, das geht ja. Also meine geheime Quelle, die mir das auch verraten hat, dass sie sich vom Konfirmationsgeld ein Pferd gekauft haben, hat gesagt, sie nehmen auch gern so die Krüppelkiefern, weil ihnen die schönen Bäume im Wald besser gefallen. Ich habe jetzt früher meine Frau noch gefragt, soll ich eine Fichte mitbringen oder Lärche? Und was? Eine Birke. Das sieht gut aus. Ja? Ja. Herr Meinhold, mit dem könnten Sie sich auch nach Hause trauen zu Ihrer Frau? Ich hoff's. Worauf legt Ihre Frau Wert beim Baum? Ich hatte vorhin so einen, da hat meine Frau zu wenig Äste gehabt, dass man viel anhängen kann. Aha. Viel Schmuck. Wie viele Äste hatte der? 3 oder was? Nee. Aber der ist gut. Ja, ich denke, der ist gut. Ab, wir haben ihn. Herr Meinhold, sägen Sie nur Bäume oder sind Sie auch so richtig erzgebirgischer Schnitzer? Nee, mein Sohn schnitzt. Was schnitzt der? Jetzt zur Zeit schnitzen sie kleine Bäume, da hat er erst angefangen mit Schnitzen. Wie alt ist er? 11. 11. Da wissen Sie, was Sie zu Weihnachten kriegen von Ihrem Sohn. Ich kenne einen Brauch, der spielt in Berlin. Da geht es auch im weitesten Sinne ums Schnitzen, aber vor allen Dingen ums Holz. Das ist natürlich überaus stylisch in der Hauptstadt und ja, sehr puristisch. Es gibt sie in allen Arten, allen Formen und aus aller Herren Ländern. Weihnachtskrippen. Und wohl die meisten von uns haben ihre eigene Krippe auch zu Hause. Mal gibt's den kleinen Jesus sehr kunstvoll, mal ganz schlicht, mal groß, mal klein. Aber so, also wirklich so, haben sie das Krippenspiel noch nie gesehen. Dieses Bauklötzchen-Ensemble mit Maria, Josef, Schaf und Hirte, den drei Königen und natürlich auch dem kleinen Mini-Bauklotz Jesus, das stammt aus Berlin. Und wer hat's erfunden? Das war er. Künstler Oliver Fabel mit einem unbestrittenen Faible für sehr schlichte Weihnachten. Ich wollte gerne eine Krippe machen für Menschen, die gern Weihnachten feiern, aber die es nicht gern so kitschig haben, also vielleicht ohne Schnitzfiguren und Lametta. Und dann habe ich überlegt, was braucht man eigentlich, um die Krippe wirklich noch als Krippe zu erkennen. Und habe sie dann sehr reduziert gemacht. Und wie sich zeigt, ist das innere Bild so lebendig, dass man eigentlich nur diese Klötze braucht und trotzdem sofort sieht, es ist ein Krippenspiel. Entworfen hat Oliver Fabel seine Version der Weihnachtskrippe vor 6 Jahren. Und geradezu fabelhaft war auch die Erfolgsgeschichte. Zuerst hatte der 44-Jährige nur einige Exemplare für einen kleinen Weihnachtsladen gebaut. Dabei sollte es eigentlich auch bleiben. Doch die Nachfrage riss einfach nicht ab. Ja, das ist natürlich toll, dass das dann so ein Erfolg geworden ist. Und damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Also ich dachte auch, dass es eher was ist für Kunstliebhaber, die sich vielleicht ein bisschen auch fürs Bauhaus interessieren. Und war schon überrascht, dass viele Leute das tatsächlich so annehmen und auch für Weihnachten kaufen und sich gerne zu Hause hinstellen. Selbst bei ausgewiesenen Krippenexperten wie Markus Morlock aus dem Kirnitzstal in Sachsen kommen die weihnachtlichen Bauklötzchen sehr gut an. Morlock ist seit Jahrzehnten Krippensammler, bestückt regelmäßig große Ausstellungen mit seinen Exponaten und die Puristenkrippe darf da auf keinen Fall fehlen. Also Kinder spielen auch gerne damit. Es ist eben dann auch die Schwellenangst weg, dass man irgendwas kaputt machen kann oder ähnliches. Auf gut Deutsch, diese Krippe dürfte ewig halten. Auch das wollte Fabel erreichen, dem aber auch wichtig ist, dass seine Klötzchen nicht als Weihnachtskritik verstanden werden. Im Gegenteil, Fabel liebt das Fest und hat selbst nur schöne Erinnerungen daran. Kritik aber ist sowieso selten. Viel eher kommen da schon regelmäßig Verbesserungsvorschläge. Zum Beispiel haben sich viele Kunden schon einen schwarzen König gewünscht.
Ja, ich kriege von Zeit zu Zeit immer mal Anregungen, was ich auch sehr, sehr witzig finde. Der eine meint, es müsste noch dann ein Engel da sein oder so. Das mit dem Schwarzen König ist natürlich eine witzige Idee. Ich habe das auch mal ausprobiert. Und mir war dann aber wichtig, dass die Klötze untereinander eigentlich homogen und kaum zu unterscheiden sind, außer dem im Namen, der draufsteht. Und das lenkt dann doch zu sehr ab. Also keine Veränderung, keine Kompromisse. Fabel bleibt sich und seiner Krippe treu. Mit immer noch wachsendem Erfolg. Just dieser Tage stehen die ersten Exporte nach England auf des Künstlers Plan. Tja, wer hätte das gedacht? Auch die hippen, jungen Berliner lieben Weihnachtsbräuche. Auch hier im Erzgebirge wird natürlich geschnitzt. Und wer jetzt meint, das machen vor allen Dingen die alten Männer in ihren Hutzenstuben, der ist auf dem Holzweg, auf dem geschnitzten. Hier schwingen nämlich auch die Jungen das Messer. Diese Kinder lernen schnitzen. Nach Schulschluss. Und ohne Zwang. Der Erzgebirgsverein betreut die Kinderschnitzgruppe. So sieht Brauchtumspflege aus. Unter den strengen Augen von Joachim Schramm entstehen hier die allerersten Werke. Auch Kurt Meinhold, Sohn meiner Waldbekanntschaft, probiert sich hier an seinem ersten Bäumchen. Sein Banknachbar aber träumt schon in ganz anderen Kategorien. Mein Traum ist mal, einen Bergmann zu schnitzen. Selbst von blutigen Rückschlägen lässt sich hier niemand abschrecken. Ja, ich habe mich hier mal ganz doll geschnitten, da hatte ich so ein großes Messer. Aber ich schnitze trotzdem weiter, weil es ist jedem schon mal passiert, jeder hat sich schon mal geschnitten. Und da braucht man nicht gleich aufzuhören, wenn man einmal sich geschnitten hat. Und so werden sich viele Rittersgrüner Eltern über hölzerne Weihnachtsgeschenke freuen. Rittersgrün ist ein Musterbeispiel für eine sogenannte Streusiedlung. So heißt das halt, wenn die Häuser so verstreut sind. Der Sage nach flog der Teufel über die Landschaft. Sein Rucksack hatte ein Loch und daraus purzelten die Häuser. So entstand Rittersgrün. Ich kenne hier heute jemand, der setzt immer noch Häuser auf einen Berg. Ist aber garantiert kein Teufel. Der Weihnachtsberg des Gottfried Gierer. Zusammen mit Enkel Valentin verwandelt der Chef des Rittersgrüner Posaunenchores einen Teil seiner Küche in eine Weihnachtswunderwelt. Seit dem 18. Jahrhundert gibt es solche Modelllandschaften im Erzgebirge. Zunächst stellten sie nur Bergwerke dar. Gottfrieds Vater war Bergmann und hatte auch einen kleinen Berg in der Küche. Ja, ich stand jeden Tag davor und habe das immer wieder bewundert und habe auch, wie gesagt, die Arbeit meines Vaters sehr geachtet. Mit Romantik hatte der Bergbau damals nichts zu tun. Das weihnachtliche Licht und eben auch die märchenhaften Weihnachtsberge, sie sollten das harte Leben, zumindest zur Weihnachtszeit, etwas schöner machen. Mein Vater ist im Finstern fort und kam im Finsteren wieder nach Hause. Und selbst wir als Kinder haben da wirklich, wie soll ich jetzt sagen, finstere Zeiten erlebt. Auch weil im Bergbau auch Unglücke passiert sind. Wir haben oft auf unseren Vater gewartet und kamen manchmal erst am nächsten Tag nach Hause. In Rittersgrün fühlt man sich wirklich wie auf dem Weihnachtsberg. Jedes Fenster ist hell erleuchtet. Das ist übrigens auch in Zwönitz so. Dort wird sogar ganz offiziell darüber gewacht, über das Leuchtwerk. Die weihnachtlichen Gassen von Zwönitz werden sicherer. Denn um die Häuser der Stadt zieht zur Adventszeit eine geheime Weihnachtspolizei. Stefan Schneider und Werner Störzel sind auf Streife und haben eine Mission. Sie und andere Zwönitzer wachen seit 25 Jahren darüber, dass die Häuser zur Adventszeit traditionell geschmückt werden. Mit Erfolg.
Obwohl, einige brauchen noch Nachhilfe in Sachen Fensterlicht. Welche Lichtfarbe ist die falsche? Das ist schnell beantwortet. Da gibt es nur ein Objekt hinter uns an dieser Hauswand, was eben so aussieht, was ein Spinnennetz von der Decke runterhängt mit dieser seltsamen Färbung. Das finde ich eigentlich nicht so schön. Es glitzert, es funkelt, es strahlt schön in Zwönitz, wie Kerzenschein. Aber es dauert nicht lang bis zur nächsten Geschmacksverirrung. Ein Weihnachtsmann, der über die Leiter ins Haus will, schlägt unseren Weihnachtspolizisten gehörig auf den Magen. Passt einem immer wieder mal ein, dann macht's was, weil er denkt, da muss ich was ganz Besonderes bieten. Und der lässt er dann über so eine öffentliche Leiter kommen. Das gibt's doch nicht, überhaupt nicht. Bei uns Kinder aus dem Wald, trampelt die Treppen auf, wummert gegen die Tier, dass die Kinder ein bisschen Respekt kriegen. So läuft das bei uns. Also, hier. Kerzen, geschnitzte Holzfiguren, Lichterbogen und Pyramiden. Die Erzgebirgskunst bietet so viel mehr als künstlich blinkende Weihnachtsmänner. Stefan und Werner bringen es auf den Punkt, was ein perfektes Zwönitzer Weihnachtsfenster ausmacht. Mannle, Mannle und noch einmal Mannle. Schön Licht, da parken wir Licht. Einfach so, dass man sagt, ja, guck mal hier, hier Weihnachten. Hier könnte man denken, es duftet aus dem Fenster raus. Ne? Drinnen ist der Kaffee aufgedeckt, der Stollen steht auf dem Tisch. Also hier wird's anheimelnd. Aber mal ehrlich, so wie hier in der guten Stube von Maria Reimann, wurde sicher auch schon vor 100 Jahren geschmückt. Darf's in Zwönitz nicht auch mal was Moderneres aus Fernost sein? Würde ich mir nie. Ich glaube, das Hässliche haben wir an der Zwönitz noch gar nicht gesagt. Oh nein, ich glaube, das ist schon ein bisschen der Übung. Würden die Erzgebirgler nie hineinstellen. Let's do the twist unterm Weihnachtsbaum. Aber wenigstens dafür müssten sich doch die Zwönitzer Weihnachtspolizisten erweichen lassen. Offenbar nicht. Die Erzgebirgler zeigen, wie es richtig geht. Das ist der wahre Klang von Weihnachten. Das klingt doch schön, besinnlich, beruhigend. Das, was die Weihnachtszeit sein soll, die Leute mal ein bisschen ruhiger leben und aus dem Stress rauskommen, das trägt doch da dazu bei. Und nicht so Dinge hier, was wir vorhin uns über uns ergehen lassen haben müssen. Damit die Erzgebirgler die Schmücktradition bewahren, zeichnet jedes Jahr sogar eine Kommission die besten Weihnachtsfenster aus. Wie vor Jahren auch die von Carsten Jahnke. Stefan und Werner schauen jedes Jahr beim Preisträger vorbei. Wer nach den gängigen Vorstellungen schmückt, hat allerdings auch nichts zu befürchten. Wir wollen an niemandem die Füße treten, da sich glaubt, hier so verwirklichen zu müssen. Aber im Großen und Ganzen sagen wir einfach ein bisschen solide, ein bisschen schlicht, ein bisschen einfach, so wie der Erzgebirger eigentlich immer war. Und damit der Erzgebirgler seine Wurzeln nicht vergisst, kämpfen Stefan und Werner weiter für die richtige Art zu schmücken, damit die Gassen von Zwönitz auch weiterhin schön heimelig bleiben. Das ist hier jetzt so ein bisschen wie bei der Fußballnationalmannschaft bei der Vorbereitung zu einem Endspiel. Und diese Herrschaften hier sind in Rittersgrün auch mindestens so populär wie die Fußballnationalmannschaft. Das ist nämlich die Knappschaft, also der Zusammenschluss der Bergleute hier. Und die bereiten sich auf den Höhepunkt der Erzgebirgsweihnacht vor, auf die Mettenschicht. Herr Tuchscherer, darf ich Sie mal fragen? Sagen Sie, welche Aufgabe hat eigentlich die Knappschaft heute noch? Ja, das kann man eigentlich ganz kurz sagen. Die Knappschaft hat drei wichtige Aufgaben. Das ist Begräbnisdienst hier im Ort. Das ist die Traditionspflege, die sich widerspiegelt einmal in Betreuung der zwei Stollen, die wir haben, wo wir auch Besucher führen. Und die wichtigste Aufgabe im Moment ist die, dass wir zu den Bergparaden präsent sind, die in der Adventszeit laufen, hier in den großen Bergstätten. Das heißt, die Weihnachtszeit und die Vorweihnachtszeit, das ist Ihr Hauptbetätigungsfeld? Das könnte man so sagen. Ja, das sind immer die letzten vier Wochen des Jahres, wo wir ständig unterwegs sind. Was auffällt, es sind ja nicht nur Herren hier vertreten, sondern auch Damen. Seit wann haben Sie sich denn geöffnet? Naja, also ich sag mal so, die strengen Regeln, die sind ja schon seit Jahrzehnten gelockert worden nach dem Krieg. Ist es so, dass wir ja resultierend eigentlich, und da verrate ich, denke ich, kein Geheimnis, dass die Mitgliedersteige zurückging. Ja, haben wir auch Frauen,
rekrutiert bzw. in die Knappschaft aufgenommen, sind wir froh drüber, die uns hier begleiten. Und wenn Sie sich mal rundum schauen, ich denke, machen einen ganz schicken Eindruck im Habit. Ne? Und Nachwuchsprobleme habt ihr auch nicht? Das ist ein Knäppchen dann, oder was? Ein Knäppchen oder ein Jungknappe. Ein Jungknappe. Ja, nee, das ist so, dass wir über Nachwuchs im Moment nicht klagen können, Gott sei Dank. Und wir sind auch froh darüber, dass wir immer noch die junge Generation für die Knappschaft begeistern können. Traditionspflege ist ein gutes Stichwort, wenn ich mir sie so mal anschaue. Also ja, hier schwarzes Wams mit goldenen Knöpfen. Habit to Gott, ja. Grüner Hut, ja, oder wie sagt man? Ein Schachthut, ja. Schachthut. Ein Schachthut, ja. Stellen Sie selber her oder holt man sich das aus dem Internet? Man kann das sicherlich aus dem Internet holen. Ehrlich? Wird bei eBay zum Beispiel, ich will ja keine Werbung machen, aber wir lassen die Sachen schneidern. Mhm. Und wir haben da einen sehr guten Schneider, der selbst viele Jahre in der Schneeberger Knappschaft auch war, der uns die Sachen macht. Und zum Knappen gehört natürlich auch so richtig ein Geleucht. Ja. Zeig mal hier, was hast denn du da? Ja. Das sieht ja großartig aus. Ja, das ist ein Freiberger Geleucht. Aha. Also es gibt noch andere. Wir haben das ein kleines bisschen umgerüstet. Heutige Zeitalter, ein bisschen Elektronik reingebaut. Hält etwas länger und ist umweltfreundlicher. Was die Menschen hier auf die Beine stellen, das kann sich wirklich sehen lassen. Und so ist das in vielen Regionen. Denn Weihnachten lebt nicht vom Kommerz, sondern vom Engagement der Leute für ihre Heimat und auch für ihre Vereine. Am 6. Dezember geschieht in einem kleinen Ort im Harz Merkwürdiges. Aus allen Ecken strömen mehr oder weniger rot betuchte Herren in die örtliche Gaststätte. Es sind allesamt Mitglieder des traditionsreichen Nikolausvereins Königerode. Das ist alter DDR-Feinstoff. Das ist eine andere, der ist schon über 30 Jahre alt. Ja, und die Herren selbst sind noch viel älter, aber immer noch gut zu Fuß. In Königerode klingelt der Nikolaus noch persönlich an der Tür. Hier, eine Kleinigkeit zum Nikolaus. Ach, das sollte doch nicht machen. Ja, eine Kleinigkeit. Dankeschön. Klausi, ja. Ja, ich danke auch. Hallo. Hallo. Jawohl, das ist wunderbar. Freut mich. Die eingeschworene Weihnachtstruppe zieht jedes Jahr durch Königerode. Die roten Männer verbindet eine kuriose Gemeinsamkeit. Ob sie es glauben oder nicht, alle Königeroder Nikoläuse haben denselben bürgerlichen Vornamen. Ich heiße Klaus und bin aus Königerode. Ich bin der Klaus und komme aus Königerode. Mein Name ist Klaus. Ach, Klaus. 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 12 Nikokläuse also. Und die treffen sich natürlich in der Königeroder Klausstraße. Denn hier kann nur Nikolaus sein, wer tatsächlich Klaus heißt. Sonst hat er keine Chance. Oh, hier bin ich doch richtig bei euch. Wieso, heißt du Klaus? Ich heiße Wolfgang. Na dann aber raus. Aber raus. Raus. Aber weg. Da kennt Präsident Klaus-Peter Hosang kein Pardon, trotz Nachwuchssorgen. Weil der Name Klaus damals aktuell war. Heute sieht das leider anders aus. Wir kämpfen echt um Nachwuchs. Der Name Klaus ist momentan aus. Und dabei hatte 1983 alles so toll angefangen. Damals waren die roten Mäntel noch aus einem ganz besonderen Stoff, erinnert sich Chronist Klaus Grützmann. Meine Kutte, die ich hier anhabe, das ist noch original Fahnenstoff aus der DDR. Und als wir uns, da hatte jeder solch eine Kutte von Anfang an. Und als derjenige, der einen Schneider aufgetan hatte, der uns die Kutten genäht hat, der hat einen ganzen Stoffballen gekauft. Und da sind wir auf der politischen Seite, da hat die Stasi dicke Ohren bekommen. Die hat nämlich geglaubt, aus diesem gewaltigen Stoff wollen sie Ballon bauen und über die Grenze abziehen gen Westen. Königerode ohne Nikoläuse, unvorstellbar. Aber sie sind alle hier geblieben. Und das, obwohl die Nikolausbärte anfangs noch aus Hanf waren. Wir haben sie lange aus Hanf gehabt. Aber
mit der Wende sind nachher die weißen Bärte gekommen. Hanf ist grau, dunkel und so, war nicht mehr so den Anspruch da. Und haben wir nachher Engelshaar genommen. Und das gefällt nicht nur den Nikolausfrauen, sondern auch den Kindern in Königerode bedeutend besser. Da kommen die Kleinen sogar ganz freiwillig zum Weihnachtsliedersingen vorbei. Übrigens, ein Stiefel ist das Vereinssymbol der Königeroder Nikoläuse. Sehr praktisch. Schließlich kann man ihn backen und essen, aus ihm trinken und natürlich immer wieder nach ihm rufen. Und darauf ein Dreifach Stiefel! Ho! Stiefel! Ho! Stiefel! Ho! Hier in der wunderschönen Rittersgrüner Kirche beginnt gleich die Mettenschicht, der Höhepunkt der erzgebirgischen Weihnacht. Frieder Böttger, Sie waren viele Jahre Pfarrer hier in Rittersgrün, sind zwar inzwischen im Ruhestand, aber in diesem Jahr doch noch mal aktiv im Dienst. Ja. Was würden Sie sagen, was zeichnet die Weihnachtszeit, was zeichnet die Weihnacht in Rittersgrün aus? Weihnachten ist schon etwas ganz Besonderes. Nicht nur, dass mehrere Veranstaltungen sind, sondern auch, dass die Menschen wesentlich stärker noch auf Weihnachten hin orientiert sind. Deshalb ist die Adventszeit und die Weihnachtszeit eine sehr, sehr schöne Zeit. Aber was zeichnet Weihnachten hier in Rittersgrün im Erzgebirge aus? Also in Rittersgrün gibt es eine sehr gute Zusammenarbeit mit der Knappschaft. Mhm. Das Besondere ist, dass wir eine Mettenschicht anbieten, schon zum 7. Mal in diesem Jahr. Und ich denke, dass das schon das Besondere in der Rittersgrüner Weihnacht ist. Und natürlich die Mettenspiele am ersten Weihnachtsfeiertag morgens um 5 Uhr. Das ist schön. Haben Sie persönlich Weihnachten überhaupt Zeit, um diese besondere Zeit entsprechend zu begehen? Oder sind Sie eigentlich rund um die Uhr im Dienst? Nein, ich bin nicht rund um die Uhr im Dienst. Ich habe selber viel Zeit und wir nehmen uns Zeit in der Familie und genießen auch die Weihnachtszeit und die Adventszeit. Gehören bei Ihnen zu Hause erzgebirgische Traditionen mit dazu, sprich das klassische Neunerlei? Das Neunerlei auch, wobei das ja sehr unterschiedlich ist und in jedem Ort auch unterschiedlich zugerichtet wird. Mir gefällt Ihr Weihnachtsbaum sehr gut, den Ihre Gemeinde in diesem Jahr hier errichtet hat. Aber wissen Sie, was fehlt? Ja? Ein Zuckermännle. Zuckermännle? Das kenne ich nicht. Eine Grundschule in Schöneck im Vogtland. Und Zuckermännle-Bäcker Bernd Holzmüller ist auf dem Weg in die zweite Klasse. Hier und heute dürfen die Kinder die berühmten Zuckermännle bemalen. Unter Anleitung, versteht sich, und nach den alten Originalmustern. Doch eine Frage muss vorher noch sein. Wer kennt alles die Zuckermännle? Mal Arm hoch. Nur das ist ja allerhand, ne? Also schön. Natürlich kennen alle hier die Zuckermännle, denn schließlich gehören sie an jeden Weihnachtsbaum im Vogtland. Und inzwischen erobern die traditionellen Figuren, dank Bernd Holzmüller, sogar die Welt. Voriges Jahr habe ich eine Mail gekriegt von Neuseeland. Es war im Februar. Ob ich Zuckermännle noch habe? Ja, im Februar habe ich keine mehr. Also da ist eigentlich die Saison weg. Ich bin nämlich eingeladen zu einer Hochzeit und ich würde gerne bei Ihnen vorbeikommen und würde mir Zuckermännle abholen. Ja, habe ich zur Frage gesagt, ich meine, wenn der von Neuseeland kommt, dann müssen wir halt noch mal backen. Da hilft alles nichts. Während einige Kinder natürlich heimlich die ersten Zuckermännle wegnaschen, ist Bernd Holzmüller längst wieder in seiner Backstube und bereitet den nächsten Teig vor. Und der Teig, der wird schon seit ewigen Zeiten nach dem gleichen Rezept gemacht. Ob es hundertprozentig so ist wie bei meinem Ururgroßvater, kann man nicht sagen. Aber mein Großvater hat genau den gleichen gemacht. Die Zutaten für den Teig sind bekannt. Mehl, Wasser, Ei, Hirschhornsalz und viel Zucker. Doch auf die Mischung kommt es eben an. Und die ist Familiengeheimnis.
Seit 1856 werden bei den Holzmüllers Zuckermändle gebacken. Und das immer mit den gleichen Formen. Die sind laut Angaben von meinem Großvater, sind die noch von seinem Großvater. So alt sind die schon. Also 150 Jahre seit die. Als eine der alten Formen vor Jahren mal kaputt ging, war das ein kleines Drama. Nicht so sehr für Bernd Holzmüller, schon eher für den Kunstschlosser, der sie reparieren sollte. Eine ging mal kaputt und die habe ich mal zu einem Kunstschlosser gebracht und der hat gesagt, das Modell kenne ich nicht. Und da hat er hat mir es gemacht, fertig gemacht. Aber der hat gesagt, diese Mühe mache ich mir nicht mehr. Ich musste da alle möglichen Sachen mit Säuren und mit was weiß ich, damit ich das wieder zusammengekriegt habe. Also das Material gibt es nicht mehr. Und aus was das besteht, weiß ich nicht. Vor 15 Jahren war es. Da beschloss Bernd Holzmüller, gemeinsam mit seiner Frau die Tradition der Zuckermändle wieder so richtig aufleben zu lassen. Seitdem kommt der 70-Jährige nicht mehr vom Ofen weg und seine Frau nicht mehr vom Tisch. Und ohne Backplan geht sowieso nichts mehr. Montag backt mein Mann. Dann müssen sie ja eine Nacht liegen, dass sie schön trocknen. Und Dienstag habe ich Einsatz. Dann fange ich mit Anmalen an, bis Abend. Und wenn mein Mann dann doch ein bisschen Zeit dann hat, dann hilft er mir mit beim Einbeuteln, das machen wir meistens gemeinsam. Und in diesem Rhythmus geht das immer weiter bis zum Sonntag. Woche für Woche, von August bis zum 24. Dezember. Und solange die beiden noch Spaß an ihren Zuckermändle haben, so lange wollen sie auch noch weiter backen. Ganz Rittersgrün ist zusammengekommen, um die Mettenschicht zu feiern. Welche Bedeutung hat die Mettenschicht? Die Mettenschicht resultiert eigentlich daraus, die letzte Schicht im Jahr. Das heißt, die Bergleute hier in den Bergrevieren in aller Regel am 23. Dezember haben eigentlich nur eine halbe Schicht verfahren. Das heißt, eine halbe Schicht gearbeitet und die andere halbe Schicht dann die Metten gefeiert. Wurde aber eine volle Schicht bezahlt. Und das war das Besondere an Weihnachten. Das Besondere. Und es ist auch so gewesen, dass im Prinzip die Mettenschicht in aller Regel aus drei wesentlichen Teilen bestand. War nämlich einmal der Teil, dass der Obersteiger oder Steiger, der dort die Bergleute beaufsichtigt, der verantwortlich war für die Grube, den Bergleuten gedankt hat, auch Gott gedankt hat, dass die Grube fündig war, dass sie Ausbeute gebracht hat und dass natürlich auch nichts passiert ist, hoffentlich nichts passiert ist, ne? Weil es war immer gefährlich. Der zweite Teil war der, dass die Belegschaft sich beim Steiger bedankt hat, in aller Regel auch mit einem kleinen Geschenk. Der erste Schwibbogen war also zum Beispiel so eine Sache, ne? Im Johann-Georgenstädter Revier. Und die dritte, das ist das, was heute kommerziell eigentlich nur die Leute unter Mettenschicht verstehen, ist das Feiern. Welche Lieder werden bevorzugt gesungen? Ja, also zur Mettenschicht sind natürlich kirchliche Lieder, ne? Auch bekannte Lieder, wie zum Beispiel O du Fröhliche, ne? Was natürlich auch auf die Weihnachtszeit einstimmt. Und darum, meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt eine Weltpremiere. Der Posaunenchor Rittersgrün, die Knappschaft Rittersgrün, die Chorende Rittersgrün und überhaupt ganz Rittersgrün, jetzt mit O du Fröhliche. Thank you.
Herr Fischer, ich muss gestehen, das war wirklich ein Erlebnis, jetzt hier diese Tage und Stunden mit Ihnen in Rittersgrün verbringen zu dürfen. Ich glaube, Sie hatten recht. Sie haben anfangs gesagt, Rittersgrün ist das Weihnachtsdorf. Ich glaube, das stimmt. Habe ich nicht zu viel versprochen? Nein, beileibe nicht. Ist jetzt Schluss bei Ihnen oder wie geht es jetzt weiter? Sie könnten erst mal Weihnachten erleben, optisch genießen. Das freut mich. Herzlich Dankeschön dafür, für dieses Lob. Und wir können durchaus sagen, Rittersgrün ist das Weihnachtsdorf. Und nun darf ich Sie ganz, ganz herzlich noch mal einladen in unser Huthaus. Mhm. Und dort gibt es ein gemütliches Beisammensein mit unserer Knappschaft. Dann können wir sagen, Weihnachten im Gebirg, Weihnachten im Erzgebirg, dann seien wir daheim. Und den Glühwein gibt es sicherlich auch. Und der Garten mindestens einen. Also da komme ich ganz gern mit. Freut mich, danke schön. Bei Ihnen bedanke ich mich ganz herzlich, wünsche Ihnen von Herzen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest. Und ich freue mich jetzt auf einen weihnachtlichen Absacker. Und wenn Sie mögen, kommen Sie doch auch mit. Gesegnete Weihnachten. Dankeschön. Dann erschallt des Bergmanns Gruß.